Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute geht es ums Fotografieren und Messen der Koi im Becken L3. L3 schwimmen überwiegend mit wenigen Ausnahmen nur vierjährige Kutschak und vierjährige Otschiba, zwei Varietäten, die absolut im Trend liegen bei Kunishi und vor allem auch bei Ihnen, unseren Kunden. Woran liegt es? Zum einen werden sie riesengroß und wir werden in den nächsten Tagen auch zumindest mal Kutschaku zeigen, die über 90 cm gewachsen sind mit den riesenhaften Bodies. Und auch die Otschibas haben wir ja letztes Jahr schon eingezeigt mit 99 cm, der aus dem Naturteich Komori kam. Und daneben ein Ginrin Chagoi aus der Otschiba-Blutlinie mit 102 oder 103 cm, also absolut gewaltig große Koi. Ich habe oft gesagt, der Kutschaku ist der neue Kohaku. Warum? Er bringt Farbe in den Teich, er hat Zeichnung und er ist vor allem fehlerverzeihend. Wenn ich mir vor allem Kohaku angucke, ich liebe Kohaku. Es gibt nichts, fast nichts Geileres als ein riesen Kohaku. Aber viele von Ihnen haben natürlich auch die Erfahrung gemacht. Dann hat man sie 1, 2, 3, 4 Jahre, dann kommen Hautveränderungen, dann kommt Shimi etc. Das kennen wir beim Kutschaku nicht. Sandra hat es uns letztens erklärt. Ich habe es dann Makoto gesagt. Makoto hat zwar gewusst, dass es zum Beispiel Hikui bei Kutschaku nicht gibt, aber erklären konnte es auch nicht. Aber Sandra hat es schön erklärt, dass es im Prinzip die höhere Hautreflexion ist, die einfach ausgedrückt eine Wirkung wie ein Sonnenschutz hat, wie eine Sonnencreme. Und von daher ist, oder von daher die Haut geschützt ist. Aber genauso unsere Otschiba-Blutlinie, wo früher der Otschiba eigentlich einen schlechten Ruf hatte, weil er im Alter unglaublich viele Shimmies bekommen hat, hat er es mit seinen Jungs da oben geschafft, wirklich Otschiba zu züchten, die auch noch im Alter schön sind, die riesen Körper bekommen und vor allem auch in die super Jumbo-Klasse hineinwachsen. So, jetzt bereiten wir noch kurz vor und dann geht es in dem Becken los. Ich freue mich wie die Sau und kann Ihnen jetzt schon versprechen, die Koi, die Sie heute sehen, die sind First Class. So, wie es ausschaut, wird man mit einem Kutschaku beginnen. Da sind wir gespannt. Okay, Xanokoi. Also das läuft unter dem Motto No Comment. Kokui, ne? Shinji da denai. Immer Yonsei. Nansenji. Ein unglaubliches Tier. Vier Jahre, 79 cm. Wow. Jiban Itokoro wa? Shitsu Karada. Muyo Muyo. Nandemo. Balance wa suburashi. Also bei ihm, ich habe ihn gefragt, was das stärkste Kriterium ist, sagt er im Prinzip alles. Und da kann man nur beipflichten. Eine sehr gute Balance. Ano, obire no, beni wa, amerikan kenai, ne? Ich habe gefragt, das Rot in der Schwanzflosse, ist das ein Problem? Sagt er, besser ist, wenn keins ist. Aber in dem Ausmaß völlig vertretbar. Ein kleinen Tick schlechter als der zuvor. Das ist dieser Kutschaku Nansenji. Nanaroku, 76 cm. Hat eine komplett andere Körperform. Maino Karada no Hogai, ne? Also die Körperform des Vorgängers war besser, demo Koko no Mame no Hogai. Und hier ist die Mame besser als die, also die Kutschaku-Beschubung. Die ist sensationell. Moyo wa mai no Hogai. Auch die Zeichnung war vom Vorgänger besser. Aber immer noch ein super, super wertvoller Koi. Nani, sorry. Diese rote Stelle sieht man ja immer mal wieder bei Koi am Kopf. Das ist die Kondition. Hikari wa mai yori. Mai no Hogai. Und auch der metallikfarbene Glanz war beim Vorgänger besser. So, und jetzt kommen wir zu einem Elterntier. Dessen Qualität wünschen wir uns alle. Arewa Gosai, ne? Der ist ein Jahr älter, der ist fünfjährig. Brutaler Body,
und die Qualität, wo jeder zu uns in die Anlage kommt und sagt, er möchte einen Beni Kucaku. Und here we go. Das ist Beni Kucaku. Giovanito Grova Benishitsu, ne? Nibame. Und dann Körperform. Und Itsukara Kotori Yoshitai. 81cm. Also, nächstes Jahr soll er gezüchtet werden. Schauen Sie sich den Koi an. Sensationell. Hey, Chutto Matte, schau mal. Steht mir hier im Weg rum, der Kollege. Anna Benischi, 200 nicht mehr so das Ski, ne? Sehr gerade die Rotqualität ist sehr selten. Immer Mami, Mari, noch Jukunai, ne? Immer. Die Mama ist noch nicht voll entwickelt. Shurani, Mochotto Oderu? Aber er geht davon aus, dass es sich noch entwickeln wird. Schauen Sie hinten die Schwanzwurzel an. Vergleich zu meiner Hand. Wird sie mickrig? Nein, die ist richtig, richtig fett. Hi. So, und jetzt haben wir den ersten Kundenkoi. Roaremui. Bisschen eine schwere rote Zeichnung. Subarashi. Und er sagt, er ist besser geworden. Hajijuari. Nein. Oh, nein. 76 cm. Chibani Togorowa. Kashi. Also, stärkstes Kriterium ist die Körperform. 4 Jahre, 76 jetzt. Und demo imamade no Kuchaku zenbu ano Kyuchu Icho ni ikukurega dekiru, ne? Also, alle Kuchaku, die wir bisher gesehen haben, können über 90 gehen. Und der hier ist auch von der Entwicklung sehr gut. Hat hier oben ein bisschen Schleim, aber der wird noch verschwinden. Das ist konditionell. Es wird gerade das Wasser kühler hier in Japan. Und wirklich toller Koi. So, wir machen gerade mit Kuchaku weiter. 2 sind es noch, vielleicht auch 3. Und dann kommen wir schon zu den Ochiba. In Ochiba bin ich besonders heiß drauf momentan. Weil da jetzt so die ersten richtig brutalen Exemplare kommen. Ja, 2 Kuchaku sind es noch. Dann kommen 1, 2, 3, 4, 4, 5 Ochiba. Und dann noch ein Goshiki und ein Kinshova. Jetzt bleibt man zunächst beim Kuchaku. Boah. Mami, was ist gut. Also, und da sieht man mal wieder, es ist so schwer, alle Qualitätskriterien auf einem Koi zu vereinen. Hier sagt er, Mame to Karada, das heißt, die schwarzen Schuppen. Mame heißt Bohne, weil es aussieht wie Bohnen. Und, haben Sie gesehen, wie zärtlich er da drüber schreibt? Moinsido. Ah. Mame to Karada, also die Beschuppung plus die Körperform sind sensationell. Ano, atama no hikari amari yokunai, ne? To beni shitsu mo, hontou ni ii beni wa nai. Also vermutlich ist hier, also ich habe gesagt, die Rotqualität ist nicht die beste und der metallikfarbene Glanz auch nicht. Dann sagt er, wahrscheinlich ist hier das Karashi-Blut etwas zu stark, nein, Senji? Ein Kiniku, was ist gut? Okay, ich sag noch, okay? 8, 7, 6. Also irgendwie haben sie alle, oder die meisten 76 cm. Hi, Mama Ikoi, ne? Ich habe gerade gesagt, das ist ein Gezo-Koi. Er sagt, nein, das ist ein Ikoi. Und Sie sehen, wir haben 2 Kriterien bemängelt, aber er spricht immer noch von einem sehr guten Koi. Wohl wissen, wie schwierig es ist, einen Koi mit allen Kriterien zu haben. So, jetzt schauen wir den Meister mal über die Schulter. Und zwar genau so. Moi, ne? Ogiak-san? Auch ein Kundenkoi. Wow. Korrekt, Ichiban, Hachimeno, wa. Das war Ichiban I, ne?
Also er und der allererste sind die zwei Topkoi heute, also Topkuchaku. Jesus Christ! Mamma mia! Italia Goa. Mamma mia! Mamma mia! どっちが一番いい？はじめのは、こっちのは？ああ、タイプが違うね。Ich habe gerade gefragt, welches ist der bessere, er oder der erste? Er hat gesagt, ungefähr gleich, aber er hier hat die bessere Körperform. Hajime no wa nansenji? Ha? Hi. Nanachikyo. Hachiji. Hachiji, ja. Also der erste hatte 79, der hat 80. Дай, дай, начи. Субараши. А на огек сен ва, нан сай де ката? Сен сай де ката? Японische Kunde hat einen Dreijährigen gekauft. Übrigens, wenn Sie nochmal zurückspulen zu dem davor, was für große Schuppen der hatte, das war auch interessant. Und, Jodo, ich hinde ja keine Zier, ne? Also der ist auch in Ausstellung gut. So, das war der letzte Kuchaku und dann geht's mit Sono Ato wa Uchiba, ne? Yes! So, jetzt haben wir den ersten Uchiba. Ano Uchiba Gasuki. Ich habe gefragt, ob er den Uchiba mag und dann sagt er Kashira. Und wir unterscheiden ja zwei Uchiba, die mit und die ohne. Also grundsätzlich Netzmuster. Aminashi no type, ne? Und 78 cm, 4 Jahre, voll geil. Ichiban itokoro wa shitsu. Nibame moyo. Also, Körperform ist gut, die ist sogar sehr gut, aber für ein Ochiba, und man muss es immer in der Varietät betrachten, ist die Zeichnung und Qualität einfach unfassbar. Und ano aoitokoro wa, kuroitokoro wa, ano kieru? Also die dunklen Flecken vorne an der Kopfzeichnung, die gehen weg. Mada konishi no koi? Also, ist noch im Besitz der konishi koi Farm. Nansenji made ni okiku naremasu ka? Also, 90 und mehr ist kein Problem. Und da muss man wirklich mehrfach hingucken. Richtig genialer Koi. So, jetzt bin ich mal erstmal auf den Koi natürlich gespannt. Chotto Amiyaru, ne? Aber er hat ein bisschen die Netzzeichnung, aber nicht vollständig. Das Braun ist nicht rotbraun wie beim ersten, sondern braunbraun. Und demo karada no hoga ii, ne? Ah, taibu chigau. Also er hat einen ganz anderen Typ Körperform, eigentlich wie zwei unterschiedliche Varietäten. Trotzdem beides Ochiba. Und Achi, Bloodline Karakimashita, Maito Kochi. Und kommen aber aus der gleichen Blutlinie. Hat auch einen sehr, sehr schönen Farbkontrast. Nansenji. Also ich persönlich bevorzuge die. Anayon. 74. Mayuri Yasui, ne? Und im Vergleich zum vorigen deutlich günstiger, aber wenn Sie mal schauen, er hat ein bisschen eine Netzzeichnung, aber nicht so intensiv ausgeprägt, hat auch noch eine tolle Zeichnung. Ichiban itokoro wa? Und hier ist Qualität, Körper, Zeichnung, die Reihenfolge der Bewertung. So, jetzt kommt der erste Kunden, Ochiba, und vom Typ nochmals anders. Die Qualität ungefähr vom ersten, aber mit Netzmuster. Das Netzmuster entsteht ja durch die dunklere Schuppentasche. Und Karada wa suburashi, ne? Imamade ichiban ii, ne? Ich habe gesagt, die Körperform ist sensationell und von denen, die bisher kamen, hat er die beste und so ist es auch. Oder wa ii, ne? Hajime yori do? その方がいい、全部で。
Metanwadaitai-Onaji. Also, der ist von der Qualität wie der erste. Ich mag die auch, wenn sie Netzmuster haben, aber da gehen die Geschmäcker auseinander. Er ist halt dunkler vom Typ, aber schauen Sie, da ist kein Chemie dran, nichts. Chemie war nein. Hund nicht an euch, Blattlein, was sind Sie da denn rein? Schauen Sie hier die Beschuppung an. Richtig, 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 richtig geil. Mega. Nansenji? Der hat halt so eine richtige Karashi-Körperform und hat so 75 und ein richtig genialer Koi. Jetzt kommt ein 5-jähriger Goshki, der Superklasse, noch in der Entwicklung. Und hier vorne ein bisschen Schleim am Kopf, spielt aber keine Rolle zu der Arukuri. Das Wasser ist jetzt gerade nicht mehr das Schönste, aber schauen Sie sich die Zeichnung an. Die Qualität, das Rot, der Körper, 5 Jahre alt. Und hier sehen Sie die indigo-blaue Schuppenzeichnung. Die kommt jetzt gerade. Und das noch im Alter von 5 Jahren. Er hat 75, nein, hat sogar. Nein, go, go, 75 cm hat sich Guba da Jobu, ne? Also über die Jahre kann der 85 werden. Kein Problem. Und Anno Adamanus Leinwa? Da Jobu. Hikui war nein. Also ist kein Hikui, sondern einfach eine Schleimhautverdeckung. Und als solche nicht weiter dramatisch. Mada Wakakumiru, ne? Also er sieht nach wie vor jung aus und das ist bei Koi, die mal etwas älter sind, sehr wichtig. Und wir sagen immer, wenn sie 5 Jahre lang Tategoi bleiben, haben sie erstmal das Gröbste hinter sich. So, jetzt haben wir noch einen Genrin Ochiba und damit beenden wir den Blog für heute. Aremu Yonsei. Auch 4-jährig. Nansenji, und jetzt räumen wir mal mit dem Gerücht auf, dass Genrin schlechter wachsen als die normalen. Und auch er hat 73 cm, da sprechen wir jetzt um 2 cm. Ogyakusan, also Kundenkoi. Und auch der Körper ist brutal. Chiban Itokoro? Qualität, Nibanwa. Körperform. Und dann noch die Zeichnung an Ogenrin wa Nansenji made ni Ogiku naremasu ka? Kyuchi daijoubu. An Ogenrin wa futsu no Ochiba yori seichō wa warui desu? So, ne? Also er hat überlegt, ich habe ihn gefragt, ob die langsamer wachsen als die normalen, und dann sagt er, macht eigentlich nichts aus. Karada Dakishidai, ne? Also es macht nur die Körperform aus und er hat ein tolles Genrin. Passt einfach alles noch. Er hat so ein bisschen eine Schleimhautverdickung. Das gibt's immer mal, gerade im Herbst, wenn die Temperaturen fallen, ist das keine Seltenheit. Vielen Dank. Hi, minasan, domo arigato gozaimashita.